Herzlich willkommen zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick der Helaba. Es ist November und ich habe Ihnen den Jahresausblick 2023 mitgebracht. Natürlich drehen wir den im Maintower-Studio, aber gedanklich sind wir in den Bergen. Warum sind wir in den Bergen? Ich liebe die Berge, aber das ist nur ein Grund. Der zweite Grund ist, dass die Berge perfekt die Rahmenbedingungen, die konjunkturellen Rahmenbedingungen für das kommende Jahr abbilden. Denn Chancen, luftige Höhen, tolle Ausblicke und das Risiko der Abstürze, all das hat man in den Bergen fast zur gleichen Zeit. Und deswegen habe ich in diesem Jahr auch drei Szenarien mitgebracht für den Ausblick 23. Welche sind das wohl? Drei Szenarien für drei Verläufe für Konjunktur- und Kapitalmärkte aus der Bergwelt. Nummer eins, die Gratwanderung. Die Gratwanderung zwischen Eindämmung der Inflation und Nicht-Abwürgen der Wirtschaft oder nur eine milde Rezession. Also Geld- und Fiskalpolitik schafft die Gratwanderung auf dem schmalen Pfad. In diesem Umfeld gehen die Risiken zurück und man kann sich langsam wieder entspannter in den unsicheren Zeiten bewegen. In der Bergwelt sind die Risiken hoch. Ein Fehltritt und man rutscht aus bzw. man stürzt ab. Geld- und Fiskalpolitik übersteuert, weitere geopolitische Unsicherheiten, weitere Probleme, Gasmangellage, Frieren im Winter, keine Energie. Das ist ganz klar das Absturzszenario für Konjunktur- und Kapitalmärkte. Aber in den Bergen gibt es auch Wetterumschwünge zum Positiven und die kommen sehr schnell. Es kann sich das Klima aufhellen, es kann sich die Stimmung aufhellen. Die geopolitische Unsicherheit kann verschwinden. Der Krieg in der Ukraine kommt zu einem Ende. Es gibt genug Energie, die Inflation fällt schnell und die Konjunktur nimmt Fahrt auf. Alles fühlt sich an wie ein Spaziergang, wie eine Familientour. Ich habe Ihnen drei Szenarien für das Jahr 2023 mitgebracht. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten können sich nur den Absturz vorstellen. Und so sieht es auch aus, wenn wir auf die globale bzw. die aktuelle Unsicherheit in Deutschland schauen. Eine Grafik, die die wahrgenommene Unsicherheit in der Welt, das ist die dunkelblaue Kurve, und die wahrgenommene Unsicherheit in Deutschland reflektiert. Und wir sehen, die Unsicherheit in Deutschland ist deutlich höher als in der Welt und so hoch wie noch nie. Nur 11% in Deutschland schauen zuversichtlich in die Zukunft. 85% sind hoch besorgt. Ein Rekordstand. Aber es kann auch besser werden. Es gibt 7 Wege, die uns dahin bringen können. Weg Nummer 1. China lockert seine Null-Covid-Strategie. Das entspannt die Lieferketten, das Angebot steigt, die Preise, der Preisdruck lässt nach und vielleicht auch im Ukraine-Krieg etwas Entspannung. Und besonderes Problem, die Stimmung, die ist so schlecht, die kann kaum noch schlechter werden. Die Zinsen, ja, ein großer Schock, eine starke Böe, die durch die Berge geweht ist. Auch das könnte keine Zinssenkungen, aber die Steigerungen könnten kleiner werden und am Ende Innovationen, die im Moment niemand auf der Agenda hat. In unserem Szenario Gratwanderung erhöht die FED und auch die EZB noch weiter die Zinsen. Die FED bis etwa auf 4,5%, die EZB auf 2,75% den Leitzins. Das heißt, der Rentenmarkt hat das vorweggenommen. Die Belastung von den Zinsen wird nur gering sein, also nur noch geringer Anstieg bei den Kapitalmarktzinsen. Und eine tolle Performance am Aktienmarkt für das Jahr 23. Denn die Bewertung ist niedrig und die noch schlechte Stimmung gibt Raum für Verbesserung. Der DAX wird auf 16.000 Indexpunkte steigen. Gold erst im zweiten Halbjahr mehr Dynamik
weil solange die Zinsen steigen, Gold nicht attraktiv ist. Wohnimmobilien werden etwas leiden. Da werden wir auch mal Rückgänge sehen. Etwas, was wir über 10 Jahre nicht gesehen haben und was wir lange auch nicht gesehen haben, war ein stärkerer Euro. Der kommt im Jahr 23 wieder bis auf etwa 1,10. Im Szenario Absturz haben wir eine tiefe Rezession, große Verunsicherung, geopolitische Unsicherheit und auch große Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Das heißt Flucht in den Rentenmarkt, die Zinsen sinken also wieder. Der Aktienmarkt, der DAX, stürzt ab in Richtung 10.000 Indexpunkte. Das Einzige, was dann performt, ist Gold, was so eine Rolle von einem sicheren Hafen hat. Auch der Immobilienmarkt wird leiden und natürlich auch der Euro. Bei der Familientour ist alles leicht und entspannt. Die Stimmung steigt, die geopolitischen Risiken verschwinden. Von Rezession ist keine Rede mehr. Und auch die Kapitalmärkte sind viel entspannter. Zinsanstieg noch ein bisschen, aber was wirklich ansteigt, sind die Aktienmärkte, der DAX bis auf 17.500 Indexpunkte. Die Absicherung Gold performt dann natürlich nicht, also Gold schwächer. Die Immobilienmärkte halten sich stabil und der Euro rossiert mal wieder richtig. Etwas, was wir sehr lange nicht gesehen haben. 3 Szenarien. Mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Wir haben uns für unser Hauptszenario entschieden. Es ist die Gratwanderung mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%. Der Absturz hat eine Wahrscheinlichkeit von 30%, also ein relativ hohes Risiko. Aber es kann natürlich auch besser werden bei Konjunktur- und Kapitalmärkten, auch wie in den Bergen. Überraschend. Das wäre die Familientour mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Ich wünsche Ihnen für Ihre Investments im Jahr 2023 einen drittsicheren Schritt.